Herzlich willkommen zurück zu Rassismus gibt es nicht, der Reihe, die die Tiefen der Sprache erkundet, um Missverständnisse zu entwirren und bewusstes Denken zu fördern. Ich bin Georg, dein Begleiter auf dieser Reise durch die Nuancen von Wörtern und deren Wirkung. Heute tauchen wir in die Welt von Unk und Ismus ein, um zu verstehen, wie sie nicht nur Buchstaben verbinden, sondern auch Konzepte fördern. Und wie immer, keine Meinungen, nur auf den Spuren der Worte. Ach so, noch etwas. Hier geht es nicht um schnelle Unterhaltung oder kurzfristige Ablenkung. Wenn du also nach einem 30-Sekunden-Thrill suchst, dann bist du vielleicht auf TikTok oder Telegram besser aufgehoben. Dann warst du vielleicht auf der Suche nach etwas anderem. Ich bin mir sehr bewusst darüber, wo und wie Menschen heutzutage oft nach Inhalten suchen. Aber meine Herangehensweise ist tiefer und nachdenklicher als das, was du vielleicht auf Plattformen wie TikTok oder Telegram findest. Gleichzeitig ist es meine subtile Art zu betonen, dass die Themen, über die ich spreche, Zeit und Nachdenken erfordern. Dann lass uns eintauchen. Vor einigen Monaten sagte ein junger Mensch zu mir: Sprache ist mir nicht wichtig. Jetzt weiß ich zwar durch dich, was es bedeutet, aber ich benutze eben das Wort, was mir gerade einfällt oder eben gerade passt. Interessant, oder? Und genau dieser Mensch ärgert sich aber über andere, die ihn vermeintlich nicht verstehen. Warum aber ist das so? Ja, es gibt wahrscheinlich in keinem anderen Bereich so viele Missverständnisse wie in der Sprache. So gehen wir grundsätzlich von der Überzeugung aus, dass wir wissen, was jedes einzelne Wort für jeden bedeuten soll, ja gefälligst bedeuten muss. Ohne jedoch darüber nachzudenken oder zu beachten, dass Wörter existieren, die mehrdeutig sind und dass bestimmten Wörtern eine spezifische, persönliche Bedeutung zugeordnet werden kann. Habt ihr denn schon mal versucht, mit Menschen über das Thema Gendern, Substantivum, Gendersprache, Two-Gender, Verbum einen Dialog zu führen? Ich schon. Aber kaum jemand von meinen Dialogpartnern hat überhaupt eine Ahnung, was und woher das Wort Gendern kommt und was die Absicht dahinter ist. Sie gehen gleich in die Opposition und verteidigen ihre heiß geliebte Sprache und betonen, Sprache darf nicht von oben diktiert werden. Sie muss sich von selbst ändern. Freunde, Sprache ändert sich nicht von selbst. Sie wird von Menschen verändert. Glaubst du nicht? Guckst du? Crush, chillen, slay, Mobbing, gendern, Gendersprache. Sind das deutsche Wörter? Nein. Wurden sie euch von oben auferlegt? Nein. Hat das die Sprache selbst eingeführt? Nein. Warum also habt ihr diese Wörter selbst eingeführt, wenn euch Sprache denn so wichtig ist? Noch ein besonders aktuelles Wort, Geschlecht. In der Denotation, also in der Grundbedeutung, bezieht sich der Begriff Geschlecht auf die Familienlinie oder den Stammbaum. Oder die Etymologie von zum Beispiel Opfer stammt vom lateinischen Wort offere, was darbringen oder opfern bedeutet. Die Denotation bezieht sich auf die wörtliche Bedeutung, also jemand oder etwas, das als Opfer dargebracht wird, oft in einem rituellen oder religiösen Kontext. Warum also lasst ihr es zu, dass Opfer als Gegenteil zu Täter missbraucht wird? Wie passt Opfer zu Täter? Es ist schon interessant zu beobachten, wie einige Menschen die Veränderung der Sprache in bestimmten Bereichen verteidigen,
mit Händen und Füßen, während sie in anderen Bereichen Veränderungen akzeptieren oder sogar selbst einführen. Okay, weiter im Text. Zurück zu Ung und Ismus. Was ist denn der Unterschied zwischen Diskriminierung und Rassismus? Menschen lassen es einfach zu, dass bestimmte Wörter missbraucht werden. Sie übernehmen diese ungefragt und recherchiert und reflektiert und tragen sie in die Welt hinaus, ohne zu bemerken, dass sie es sind, die die Sprache verändern. Aber die Grammatik lässt sich eben nicht töten. Was genau meine ich jetzt damit? Ihr Lieben, bevor wir uns weiter in die Welt von Ung und Ismus vertiefen, möchte ich euch einen kleinen Einblick in meine Gespräche mit Menschen geben. Hier sind zwei Beispiele aus meinen Gesprächen. Sie zeigen, wie leicht Wörter falsch verwendet werden, ohne ihre wahre Bedeutung zu kennen. Vor einiger Zeit beklagte sich eine ältere Dame, 78 Jahre alt, über die vermeintlich rassistische Behandlung von Deutschen gegenüber Ukrainern. Doch als ich nach konkreten Anzeichen von Rassismus fragte, konnte sie nicht darauf hinweisen. In unserem Austausch wurde deutlich, dass es eher um Diskriminierung ging. Auch in anderen Unterhaltungen wurde mir klar, dass vielleicht Mobbing zum Beispiel als Rassismus betrachtet wird. Eine Person erzählte mir frustriert, dass sie angeblich rassistisch behandelt wurde. Doch beim genauen Nachfragen konnte er keine konkrete Anzeichen von Rassismus nennen. Er antwortete, ich bin schon gemobbt worden. Genau dies verdeutlicht, wie Begriffe oft unbewusst verwendet werden, ohne ihre wahre Bedeutung zu verstehen. Diese Begebenheiten zeigen oder sollen aufzeigen, wie Menschen manchmal Begriffe wie Rassismus oder Diskriminierung in den Raum werfen, ohne ihre genaue Bedeutung zu kennen. Ein wenig vertiefte Betrachtung kann oft zu einem differenzierten Verständnis führen und sehr hilfreich sein. Denn, liebe Freunde, wenn wir uns die Mühe machen, hinter den Buchstaben zu schauen, entdecken wir, dass Wörter nicht nur schöne Klänge oder eiskalte Schallwellen sind, sondern tiefe Bedeutungen tragen. Vielleicht liegt das Missverständnis auch oft in der Unkenntnis über die Herkunft und Struktur von Worten. Also bevor wir uns weiter in die Endungen Ung und Ismus vertiefen, denkt mal darüber nach, wie oft wir Wörter benutzen, ohne wirklich zu verstehen, was sie bedeuten. Manchmal steckt in einem Blick hinter die Kulissen die Erleuchtung über den Unterschied zwischen einem bloßen Wort und einem tieferen Konzept. Lasst uns also nicht nur die Oberfläche kratzen, sondern die Sprache mit neuen Augen betrachten. Vielleicht entdecken wir dabei mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede. Schon mal richtig Gedanken über das Wort Rassismus und Diskriminierung gemacht? Wirklich so richtig? Schon mal darüber nachgedacht, warum es Präfixe, Suffixe und Co. gibt, Suffixe auf Deutsch, für meine deutschen Freunde Vorsilben und Nachsilben. Schon mal darüber nachgedacht, was diese Endungen Ismus und Ung für einen Sinn haben und warum sie nicht miteinander vergleichbar sind? Das sind zwei unterschiedliche Konzepte. Wisst ihr, der Unterschied zwischen Ung und Ismus ist manchmal wie bei einer Speisekarte. Wenn Sprache eine kulinarische Erfahrung wäre, dann wäre Ung vielleicht der Vorspeisenteller voller Handlungen, während Ismus das Hauptgericht der großen abstrakten Konzepte wäre. Aber hey, wir versprechen, hier gibt es keine linguistische Magenverstimmungen, nur ein bisschen Gehirnnahrung. Na, dann fangen wir doch mal mit Vorspeise 42 an. Ung. Das Suffix Ung wird oft verwendet, um aus Verben Substantive zu machen. In der Sprachwissenschaft nennt man dies Nomen Actionis.
Das bedeutet, dass es uns hilft, über Handlungen, Ereignisse oder Prozesse zu sprechen, die mit den Verben verbunden sind. Wörter mit -ung am Ende. Wandern, die Wanderung, Verb plus -ung. Halten, die Haltung, Verb plus -ung. Reifen, die Reifung, Verb plus -ung. Heizen, die Heizung, Verb plus -ung. Vorbereiten, die Vorbereitung, Verb plus -ung. Und eben auch diskriminieren, die Diskriminierung, Verb und -ung. Machen wir weiter mit dem Hauptgericht, -ismus. Das Suffix -ismus dient dazu, neue Wörter abzuleiten. Diese Wörter repräsentieren normalerweise eine Abstraktion wie ein Denk- und Glaubenssystem, eine Lehre, eine Ideologie, Weltanschauung, Religion, gesellschaftlichen Zustand oder ein künstlerisches Genre. Kurz gesagt, das Ismus-Suffix steckt in Wörtern, die große Konzepte oder Systeme repräsentieren. Das Suffix Ismus wird also verwendet, um neue Wörter zu formen, indem es an bereits existierende Wörter angehängt wird. Es ist also eine Methode der Wortbildung, bei der man von einem vorhandenen Wort ausgeht und durch Hinzufügen von Ismus ein neues Wort bildet. Die neuen resultierenden Wörter repräsentieren in der Regel abstrakte Konzepte oder Ideen. Nochmal, abstrakte Konzepte oder Ideen. Eine Abstraktion ist eine vereinfachte Darstellung oder ein allgemeiner Begriff, der viele spezifische Beispiele oder Details einschließt. In diesem Fall weist das Suffixismus darauf hin, dass die neu gebildeten Wörter oft abstrakte Ideen wie, nochmal, Glaubenssysteme, Ideologien, Weltanschauung oder andere große Konzepte darstellen. Es ist also eine Art von Oberbegriff, der verschiedene spezifische Ausprägungen umfasst. Hier sind einige Beispiele von Wörtern mit dem Suffixismus und dem dazugehörigen Basiswort. Ideal, Idealismus, Kapital, Kapitalismus, Atheist, Atheismus, Realität, Realismus, National, Nationalismus, Optimist, Optimismus, Sozial, Sozialismus und eben auch Rasse, Rassismus. Ach so, beinahe hätte ich es ja vergessen. Woher kommt denn das Suffix Ismus? Die Etymologie des Suffixismus führt uns zurück zum Altgriechischen, wo denn sonst. Es stammt von dem griechischen Suffix ismos, das wiederum auf dem Verbalstamm isen basiert. Dieses Suffix wurde genutzt, um Verben zu Substantiven umzuwandeln, wobei der resultierende Begriff oft eine Handlung, Praxis oder eine charakteristische Eigenschaft bezeichnete. In der lateinischen Sprache wurde das altgriechische ismos zu ismus. Als solches wurde es in vielen europäischen Sprachen übernommen und behielt seine Funktion bei, abstrakte Substantive zu bilden, die auf Handlungen, Lehren, Ideologien oder Zuständen hinweisen. Die Kraft des Suffixes ismus liegt also in seiner historischen Entwicklung, die darauf abzielte, abstrakte Konzepte zu benennen und zu definieren. So hat es seine heutige Bedeutung als Mittel zur Bildung von Substantiven mit ideologischem, abstraktem oder abgrenzendem Charakter erhalten. Das zum Thema mich interessiert Sprache nicht oder Sprache muss sich von selbst verändern und nicht von oben vorgeschrieben werden. Na dann. Kommunikation ist mehr als der Austausch von Schallwellen. Es hat einen Grund, warum Rassismus auf Ismus endet und Diskriminierung auf Ung. In diesem Sinne, die Sprache schafft die Wirklichkeit, indem sie Grenzen setzt. Johann Gottfried Herder. Dieses Zitat betont die konstruktive Rolle der Sprache bei der Definition und Schaffung von Realität.
Es könnte eine interessante Perspektive für die Betrachtung der Sprache in unserem Leben bieten. Denk daran, dass die Sprache nicht nur Worte formt, sondern unsere Realität. Dies könnte eine faszinierende Perspektive für unsere Betrachtung der Sprache bieten. Denkt also daran, bewusster über Wörter nachzudenken. Lasst uns die Sprache mit neuen Augen betrachten. Weisheiten zum Mitnehmen. Bleibt mir gewogen, euer Georg Muratidis. Bis zum nächsten Mal. Kommentare erwünscht.